Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurückgekommen auf dem Kanal. Und ja, heute gibt es mal wieder einen Senf dazu von mir. Ich hatte erst überlegt, ob ich überhaupt zu dem Thema was mache, zum Thema Corona, weil da spricht ja irgendwie Hans und Schwanz im Moment drüber. Was machen, was nicht machen. Ich dachte, ja, nee, eigentlich letztes Mal. Aber ein, zwei Sachen haben dann dazu geführt, dass ich jetzt doch, mich dazu mal äußere. Und ja, wer da keinen Bock drauf hat, weil irgendwie die ganze Welt schon drüber spricht, einfach ausschalten und die anderen Videos anschauen, gibt ja genug hier. Und ansonsten, wer mal zuhören mag, der kann das gerne tun. Ja, Thema Corona, ich denke mal, wir kommen jetzt alle nicht mehr dran vorbei. Also wir Tabletopper haben ja schon jetzt die ein oder andere Absage bekommen, zwecks Conventions. Also da fällt mir spontan die Red Line an, die ausgefallen ist, und jetzt auch kürzlich wurde die Melbell abgesagt, und das finde ich natürlich schon jetzt sehr, sehr schade, aber ich kann es vollkommen verstehen. Und die ganze Entwicklung, wenn ich an den Anfang zurückdenke, muss ich ehrlich gestehen, habe ich gedacht, ja gut, Grippewelle kommt jedes Jahr und so weiter und so fort, ist vielleicht mal wieder ein bisschen übertrieben von den Herrschaften überall, aber spätestens als in China dann die ganzen Infektionszahlen oder auch vor allem Todesfälle da so akut geworden sind und auch so drastisch angestiegen sind, da habe ich mir schon gedacht, da sollte vielleicht die WHO mal irgendwas gegen tun, gerade ne, globalisierte Welt und so weiter und so fort. Nicht nur Waren, Import, Export, auch Reise und so, ja, wurde dann irgendwie halt runtergespielt, beziehungsweise wurde halt einfach gesagt, ja, ist jetzt nicht so wild und so weiter und so fort. Können reisen, auch hier, Herr Spahn und so haben dann irgendwie am Anfang gerne mal gesagt, am Flughafen, da müssen keine Kontrollen stattfinden und so weiter und so fort. Ja, das Ergebnis sehen wir jetzt. Ganz krass getroffen hat es natürlich jetzt, erstmal China, aber auch so Länder wie Italien, nicht wahr? Ist auch krass. Iran soll wohl auch hart sein mittlerweile, dass, die werden wahrscheinlich nicht ganz so viel davon nach außen lassen. Gut, also, was will ich damit sagen? Ich habe auch erst gedacht, es wäre vielleicht nicht so schlimm. Es muss ja auch nicht für jeden schlimm sein. Aber trotzdem habe ich mittlerweile vollstes Verständnis dafür, dass die ganzen Conventions ausfallen. Und so mittlerweile, da dreht sich ja auch das alles so ein bisschen. Am Anfang waren alle immer am Schimpfen, ja, das kann doch nicht sein, dass die Conventions irgendwie abgesagt werden und so Blödsinn. Dann gab es ja zwischendurch den geilen Erlass, den fand ich echt super, von wegen Veranstaltungen ab 1000 Mann werden abgesagt. Okay, dann machen wir eine Veranstaltung mit maximal 995 Leuten, falls dann irgendwie noch viel mehr kommen, sind wir immer noch im Toleranzbereich und dann kann keinem was passieren. Ja, ich weiß, irgendwann muss man den Rotstift irgendwo ansetzen, aber solche Sachen, ja, entweder Hopp oder Top, ne? Also Nopp oder Stolle, also so ein Blödsinn bringt ja überhaupt nichts. Und ich kann es verstehen, wie gesagt, die ganzen Sachen, die natürlich jetzt für die Cons gemacht wurden und die ganzen Platten, die gebastelt wurden, die ganzen Demospiele, wofür geübt wurde und. Ich meine, der Christian und der Benjamin, die sind ja auch fleißig schon gewesen, haben Testspiele gemacht, die wollen ja Kings of War in der dritten Edition präsentieren. Und die haben auch schon geübt und Armeen schon zusammengestellt. Klar, sicher, ist alles ärgerlich. Und ja, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, das alte Wort. Und es ist einfach so, dass die Cons dann einfach nach hinten gezogen werden, gehe ich mal ganz stark von aus. Und ich denke mal, ob wir jetzt dann Anfang des Jahres dahin fahren oder ob wir Ende des Jahres dahin fahren oder vielleicht sogar schon im Sommer, weiß der Teufel. Die Kalkulationen, die sind ja wie immer wild und relativ spektakulär. Wann was jetzt passiert, je nachdem wie die Leute sich verhalten, da komme ich aber dann gleich mal zu, was ich davon halte, von dem Verhalten mancher Leute. Es geht von, es ist ein paar Wochen vorbei, bis, ja, Juli haben wir dann irgendwie 10 Millionen Infizierte und da haben wir dann erst das Maximum erreicht, also die Spitze der Kurve, da gibt es ja immer diese schöne Kurve, ja gut, mittlerweile so ist sie nicht mehr, ne, das ist jetzt exponentielles Wachstum, die geht dann halt, ne, ping, und dann einmal durch die Decke. Was soll ich dazu sagen? Haben wir uns in gewissem Maße auch selbst zuzuschreiben, aber jo, ne, also deswegen kann es sein, dass es schnell viel passiert, was natürlich jetzt der Worst Case wäre, weil auch das deutsche Gesundheitssystem, wo wir eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut aufgestellt sind, dann wahrscheinlich auch in die Knie gehen wird, in die Knie gehen muss, weil alles darauf ausgelegt ist, dass halt irgendwie vereinzelte Fälle bis, ja, leicht erhöhtes Aufkommen im Intensivbereich auftritt, aber wenn dann wirklich jetzt von jetzt auf gleich so viele Leute da im Intensivbereich betreut werden müssen, da sehen wir ja in Italien, wozu das geführt hat, und dass das irgendwie alles nur noch Hype und so weiter ist, das klar, es wird jetzt durch die Medien durchgeschoben und getan und gemacht, sicher, man kann nirgendwo was anderes sehen, aber es ist halt ein wichtiges Thema und
man sollte es auf alle Fälle nicht mehr ignorieren. Das ist jetzt erstmal mein Hauptstandpunkt zu dem Thema. Es ist mittlerweile soweit, dass man das auch der Letzte gemerkt haben sollte, dass es jetzt nicht mehr so mit, ach, das sitzen wir auf einer Arschbacke abgetan ist. Ist jetzt meine Meinung, es werden wieder viele sagen, das ist ja nur eine ganz normale Grippe und ja, bla bla bla. Ich denke mal, die Todeszahlen, die sehen da jetzt, ne, also gerade die schnelle Ansteckung und dieses spontane Ansteigen der Kurve, ne, das ist das Problem an der Sache. Und wer jetzt noch sagt, das ist irgendwie alles Blödsinn, nur weil zum Beispiel ein Bekannter hat es, der war ist vielleicht 25 Jahre und dem hat da nichts gemacht, der hatte ein bisschen Husten und Halsschmerzen, noch ein paar Tagen war es wieder weg, ja, ist klar. Da komme ich dann auch gleich schon jetzt mal dazu, was ich von den Leuten halte. Man sieht ja noch immer das Verhalten. Richtig geil fand ich es natürlich, Fußballfans. Ich weiß, ich hacke immer gerne auf Fußballfans rum, ich bin halt kein Fußballfan. Generell ist es einfach was auch jetzt diese Massensportveranstaltungen betrifft. Ist ja auch das gleiche wie Konzerte zum Beispiel, nur wenn keine Konzerte sind, kann man. Egal, dummes Beispiel. Ich rede davon, dass die Stadien dicht gemacht wurden, dass die Leute dann aber idiotischerweise sich in Gruppen vor den geschlossenen Stadien versammelt haben, um da Party zu feiern. Das ist clever. Das macht Sinn. Ne? Ist genauso wie wenn quasi jetzt diese geilen Corona-Partys stattfinden. Ne? Da sagt dann der Staat, ja, pass auf, liebe Leute, damit ihr nicht krank werdet, geht da bitte, ne, 1,50 Meter Abstand mindestens, bla bla bla, nicht mit mehreren Leuten zusammen. Was machen unsere Intelligenzbestien? Sie machen Corona-Partys. Weil da trifft man sich dann mit vielen Leuten, betrinkt sich, ne, wie das halt so irgendwie dann so disco-mäßig so der Stil ist. Und ja, ne, das ist auch richtig clever. Also ich muss sagen, mittlerweile, es ist ja der Punkt an der Sache, ich weiß nicht, wie alt ihr alle so seid, ob ihr noch Großeltern oder Eltern habt. Also meine Großeltern sind schon verstorben. Ich habe noch meine Eltern und meine Frau hat auch ihre Eltern. Und ich bin in der Situation, dass mein Vater zum Beispiel schon irgendwie über 75 Jahre alt ist. Und wenn der das jetzt kriegt, dann ist das eine andere Nummer, als wenn wir das jetzt kriegen. Ne? Und es gibt halt genug Vollidioten, die das halt nicht kapieren. Und wenn ich dann diese Spaßgesellschaft sehe, die dann da sitzt, oh, ich muss zu Hause bleiben und das 2 Wochen, was soll ich denn bloß machen? Das ist ja der Weltuntergang, die sollen froh sein, dass wir im Arsch zu Hause sind. Und wo ist das Problem, mal zu Hause zu bleiben? Also ich glaube, viele Leute kommen so schlecht mit sich selber klar, dass sie permanent unterwegs sein müssen. Also ich bin halt nicht unbedingt das beste Beispiel für Geselligkeit. Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mit mir alleine klarzukommen, auch über längeren Zeitraum. Aber gut, muss nicht jeder so sein. Nur 2 Wochen zu Hause, mal ganz ehrlich, ne, wo ist das Problem? Und wenn ich dann höre, ja, ertrage ich nicht, da kriege ich einen Lagerkoller. Mein Gott, weiter, es ist doch nicht für immer. Es ist doch nicht für immer. Wir müssen 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen zu Hause bleiben. So, wenn man eine richtige Grippe hat und normal arbeiten muss, dann ist man froh, wenn man 2 Wochen gelben Schein hat und liegt dann auch zu Hause auf vorm Fernseher auf dem Sofa. So, wo ist das Problem? Ne? Es ist nur, weil man da nicht darf, dann will man unbedingt. Und ja, wie gesagt, meine Meinung zu den Leuten, die jetzt noch andere aktiv gefährden, die dann da sitzen auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen und sich betrinken oder irgendwo am besten noch in geschlossenen Räumen, damit sich das auch noch besser verbreitet, dann ihre Corona-Partys feiern. Ne, diese ganze, wie schreibe ich das, RTL2, guckende Zimmertemperatur-IQ-Gesellschaft, die dann, wieso, ich bin jung, mir macht das Virus nichts aus, weißt du? Und dann, Junge, dann gehe ich halt trinken, interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich krank wäre, bin ich nach 2 Wochen gesund. Ja, und solche Leute sind dann die, die die Krankenhäuser zum Kollaps bringen und die alten Leute in dem Moment indirekt um die Ecke bringen, ne? Aber ist ja egal, Hauptsache man kann irgendwie mit seinen Kollegas dann da sitzen und cool sein, das ist natürlich ganz wichtig. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass, also ich bin ja nicht unbedingt als Menschenfreund so generell bekannt, aber also die Leute sollte man echt so lange mit dem Kopf zusammenschlagen, bis dann auch das letzte bisschen Hirn rausgefallen ist, dass sie dann wenigstens, ne, gehorsam in die Ecke gehen. Und ich bin auch dafür, dass mittlerweile der Staat durchgreifen sollte. Ich bin absolut kein Fan von irgendwelchen diktatorischen oder stark einschränkenden Staatssystemen, wie das zum Beispiel in China der Fall ist. Wobei man da auch gesehen hat, dass dieser ganze Mist erst zustande gekommen ist, weil
der Staat in dem Moment eingegriffen hat und den Ärztekreis und den Arzt, der das erste Mal vor Corona gewarnt hat, welcher übrigens an Corona verstorben ist, ironischerweise, bedrängt hat und genötigt hat, die Nachrichten, die die Ärzte untereinander in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht haben, das zu unterlassen und keine Fake News, also Gerüchte zu verbreiten, die den Staat schädigen könnten und so weiter und so weiter. Das ist mal wieder ein super Beispiel dafür, dass solche diktatorischen Staaten, kommunistische Staaten, sonstiges, die halt irgendwie eine Obrigkeit haben, wo man sich nicht gegen wehren darf, dass das auch nicht die Musterlösung ist. Wo zum Beispiel was super gelaufen ist, das ist Singapur. Die sind natürlich auch sehr beschränkt, sag ich mal, also nicht so frei wie hier. Die haben es aber unter Kontrolle gekriegt, weil schnell durchgegriffen wurde. Deshalb würde ich jetzt dazu tendieren, dass jetzt wirklich mal auch eine Ausgangssperre durchgesetzt wird. Und ja, nicht eine Ausgangsbeschränkung, sondern eine Ausgangssperre. Das ist mein voller Ernst und viele werden mir jetzt den Mittelfinger zeigen, so du Penner. Aber wenn viel bringt viel, das ist meistens so. Und wenn die Leute dann erstmal zu Hause sind, die können ja nachher dann auch wieder raus. Es ist klar, werden dann immer noch ein paar Infizierte da sein. Man muss halt gucken, wie sich das dann irgendwie reguliert. Aber erstmal diesen groben Batzen, weil man sieht, im Einkaufsladen, im Supermarkt, da halten die Leute mittlerweile, wenn man Glück hat, ein bisschen Abstand, aber auch nicht alle. Masken oder so, gut, die bringen ja eh nicht viel nach 20 Minuten. Aber generell ist hier keine Vorsicht irgendwie. Die Leute laufen genauso aneinander vorbei, miteinander, wie sonst auch. Und das, wo jetzt eigentlich eindringlich gewarnt wird und wenn sogar das Robert-Koch-Institut und sogar Super-Angie eine Rede an die deutsche Nation hält und sich an uns wendet, ne, dann sollte man vielleicht schon mal darüber nachdenken, dass das vielleicht doch ein bisschen akuter ist, als alle Kritiker meinen. Und wenn dann noch der Staat sagt, er möchte Geld locker machen für die Leute, Obacht, und wir sind ja nicht der einzige Staat, ne? Ich sag nur so 1.000-Dollar-Schenkung und so. Dann sollte man ganz hellhörig werden, weil normal gibt's vom Staat nichts umsonst. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, ich bin definitiv für eine Ausgangssperre und ich bin auch dafür, dass unnötige Berufe, die jetzt nicht in der Medizin, die nicht in der Lebensmittelversorgung oder der Kette, die da dran hängt, irgendwie vertreten sind, dass die wirklich dann auch mal zu Hause bleiben. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, sollte das auch tun. Das wird ja teilweise noch sehr belächelt, so, ja, du hast ja nur keinen Bock zur Arbeit zu kommen und so weiter und so fort. Finde ich jetzt wichtig, weil es gibt auch genug Leute, die halt wirklich betroffen sind von dieser ganzen Geschichte. Und das ist jetzt der dritte Punkt, den ich jetzt hier quasi so habe. Also erstmal Corona allgemein, dann was ich von den Leuten halte, das habe ich jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Der dritte Punkt sind die Betroffenen. Und generell, ja, gefährdet sind halt Leute mit Vorerkrankungen mehr und ältere Leute. So, da ist der Punkt, wie gesagt, ich möchte nicht, dass meine Eltern an diesem scheiß Virus sterben, nur weil irgend so ein Arschloch meint, er muss mit seinen Kollegen trinken gehen. Und dann ist das Bier alle und dann gehen sie irgendwo in Marktkauf oder in Edeka oder sonst wo rein und infizieren die anderen Leute, die da eigentlich nur einkaufen wollen. Also das ist das absolute Letzte. Da hab ich kein Verständnis mehr für, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt wirklich, die Rentner sind eine Gruppe, die wirklich sehr betroffen sind, halt alte, schwache Leute. Es gibt aber auch Leute mit Vorerkrankungen. Also zum Beispiel Diabetes und so weiter und so fort, die sind ja auch, zählen ja auch zur Risikogruppe. Natürlich Leute mit Lungenkrankheiten, ist natürlich auch klar, COPD oder ähnlichem. Allergiker, wo ich auch selber zuzähle. Es ist jetzt so, gut, es ist schon relativ warm und die ersten Birkenpollen fliegen schon, das merke ich schon ein bisschen. Aber im Sommer, wenn man dann so stark allergisch ist, dass man allergisches Asthma hat, hat man natürlich auch schon ein Problem. Und allein aus Rücksicht auf solche Leute, die nun mal wirklich sich dann vielleicht schützen möchten und auch wirklich nur das Nötigste draus machen und sich an die Regeln halten, und dann hat man, wie gesagt, so diese RTL2 Bildungslevel-Leute, die dann irgendwie sagen, nö, da halte ich nichts von, oder am besten noch irgendwelche Verschwörungstheoretiker, bla bla bla, alles Schwachsinn, bringt überhaupt nichts. Es soll ja auch Leute geben, die sogar AIDS als Erfindung abtun, weil damit Medikamente verkauft werden und so eine Kacke, aber anderes Thema. Auf alle Fälle, sowas habe ich kein Verständnis mehr für, ne? Und die infizieren dann halt die Leute, die dann wirklich Probleme damit haben. Deswegen sollten gerade die Leute, die jetzt wirklich die Möglichkeit haben, anderen zu helfen, indem sie mit ihrem Arsch zu Hause bleiben, das auch tun. Ne? Was anderes ist natürlich die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten müssen, die Leute, die wirklich
auch in Kontakt mit diesen Leuten kommen, um die zu pflegen. Die müssen sich halt irgendwie schützen. Da ist natürlich wieder Mist, dass die ganzen Masken und so ausverkauft sind und die ganze PSA, also persönliche Schutzausrüstung. Ich sehe das bei uns. Unsere Jungs, die arbeiten ja irgendwie im Abwasser und es ist mittlerweile nicht möglich, unter 4 bis 8 Wochen, also 4 war eine positive Schätzung, also eher 6 bis 8 Wochen neue PSA zu kriegen, egal ob das spritzgeschützte oder feuchtigkeitsabweisende Anzüge sind, ob das Schutzbrillen sind, ob das Masken sind, sowieso nicht. Viele von den Großen haben schon eine Bandansage vorweg, also sprich hier Uwex oder Dräger oder was Sicherheit, da geht schon am Band, bevor überhaupt mal ein Mitarbeiter sprechen kann, die teilweise auch schon alle im Homeoffice sind und es nur noch eine Hotline gibt, wird einem schon gesagt, Masken sind aus, wenn sie die wollen, können sie gleich wieder auflegen. Ne? Also es ist schon krass. Aber wo wir gerade bei krass sind, was ich am krassesten finde, ist, dass das Klopapier vergriffen ist. Warum hortet ihr Klopapier? Ich meine, ja klar, natürlich braucht man Klopapier. Ich kann ja verstehen, dass man irgendwie Konserven hortet oder ähnliches. Halt Nahrungsmittel, Wasser, falls irgendwie noch nicht mal, das gibt es ja aus der Leitung, kann man abkochen. Falls das irgendwie verseucht sein sollte. Aber warum Klopapier? Ich meine, normal hat jeder genug Klopapier zu Hause, um ein paar Tage klarzukommen. Und danach, wenn man dann alles normal weiterkaufen würde, wäre ja genug da. Aber Klopapier scheint ja irgendwie quasi wie Bitcoin oder so zu sein. Das muss ja, wer jetzt ein Lager voll Klopapier hat, der ist ja der King in dem Moment. Also echt, Leute, warum hamstert ihr Klopapier? Raff ich nicht. Ganz ehrlich. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte wieder zu den Betroffenen zurückkommen, sind natürlich auch die Verkäuferinnen und die ganzen Einzelhandelsleute, die Gastrokette, die da dran hängt, die LKW-Fahrer, die schieben im Moment auch gute Sonderschichten, da könnte davon ausgehen. Die ewigen Staus an den Grenzen, ich hoffe, das kriegen wir unter Kontrolle, weil dann könnte es wirklich sein, dass die Lebensmittel mal eng werden, wenn der Grenzverkehr irgendwie nicht imstande ist, eine LKW-Spur freizulassen, dass der Schwerlastverkehr da wenigstens durchfahren kann und die Leute, die da irgendwie pendeln, halt dann abgefertigt werden. Ja, das sollte schon drin sitzen. Aber wie gesagt, diese Leute, die sollte man eher unterstützen. Gut, die ganzen Verkäuferinnen, wenn die ausfallen, das ist dann halt für uns alle wieder schlecht. Vielleicht haben die Glück, dass die jünger sind und noch nicht so wirklich im Rentenalter. Nee, sonst würden sie nicht arbeiten, ist logisch. Aber dass die ja nicht ganz so gefährdet sind, obwohl es halt auch bei Jungen wohl stärkere Fälle gibt oder schwerere Verläufe. Aber betroffen sind halt wirklich die Alten und die Kranken. Und ja, in dem Moment sollte dann doch jeder mal nachdenken, ob das denn da wirklich sein muss, dass man sich dann da hinsetzt und mit mehreren Leuten dann noch Corona-Partys feiert. Also das ist irgendwie für mich die größte Idiotie, die ich jemals gehört habe. Das ist so die typische Idiotengesellschaft, wo man schon oft auf die Straße geht oder durch die Stadt. Also ich bin ja zum Glück selten in der Stadt und dann denkt, mein Gott, Walter, ey, das ist sowas, ne? Wenn die wieder Kinder in der Welt setzen, herzlichen Glückwunsch. Irgendwie, wenn sich das dann potenziert, dann, können wir in 3 Generationen das Rad versuchen, neu zu erfinden oder so. Ich weiß nicht, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, die Leute werden immer bekloppter. Es ist einfach so. Sorry, wenn ich das mal so direkt sagen muss, aber egal. Ja, gut, wie gesagt, deswegen Gruppe von Leuten, die wirklich angewiesen sind auf Hilfe, da sollte man dann wirklich mal jetzt sagen, ich nehme mich selber zurück für die Zeit und ich will jetzt hier nicht wie der Moralapostel klingen. Ich bin auch nicht hier irgendwie jetzt besonders kirchlich oder sonst was veranlagt, aber oder religiös, aber das ist reiner gesunder Menschenverstand und ein bisschen was davon sollte irgendwie jeder noch überhaben, denke ich mal. Ja, zum Thema Betroffene habe ich jetzt auch kürzlich, das ist dann auch der letzte Punkt, habe ich kürzlich jetzt noch eine Anfrage bekommen, ob ich auf dem Kanal hier einmal den Namen erwähnen kann. Generell mache ich ja nicht groß Werbung für irgendwas oder irgendwen hier, ne? Sei denn, ich werde hier, ne, zum Beispiel wie beim 10mm Crusade oder so, da kommt natürlich Werbung rein, weil ich die Sachen zugeschickt gekriegt habe, ne? Aber es geht einfach darum, jemanden zu unterstützen und das ist der Florian von Titus, genau, muss ich einmal auf den Spickzettel gucken, Titus Miniature Painting und ich will das mal kurz umreißen, das Problem bei ihm ist, er ist Allergiker, also er hat wohl studiert, ist Allergiker, hat jetzt aber noch keinen Job oder kann den Job noch nicht ausüben, beziehungsweise mittlerweile ist es halt schwierig, jetzt einen Job zu kriegen, ich sehe das gerade bei meiner Frau, die hat ihre Umschulung fertig, hatte irgendwie Probearbeiten und das und das und das und mehrere Vorstellungsgespräche, alle abgesagt, alle komplett und die Leute haben auch gesagt, das ist nicht auf das und das Datum verschoben, sondern das ist erstmal generell abgesagt, weil wir gucken müssen, was die Wirtschaft macht, wie es unserem Unternehmen jetzt geht und dann denken wir erst wieder drüber nach, Leute einzustellen. Also richtig scheiße, wie gesagt, der Florian, der hat halt irgendwie das Problem,
dass der auch Allergiker ist. Das heißt, er kann, also starker Allergiker, der kann wohl jetzt im Moment kaum vor die Tür gehen. Und wenn er dann sich dann noch das Coronavirus fangen würde, wäre halt irgendwie, ne, das gar nicht gut. Er hatte halt irgendwie als Nebengewerbe oder als Kleingewerbe halt das Püppchenmalen angemeldet. Und ja, könnt ihr ja mal einfach bei ihm drauf gucken und ihn vielleicht da unterstützen, bevor er irgendwie jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt irgendwas, was ich jetzt nicht gerade wirklich brauche, vielleicht mal da drauf gucken. Ich meine, klar, ich könnte jetzt jeden anderen Dienstleister auch, ne, alle haben jetzt Probleme, aber A, hat er mich angesprochen, B, kann ich als selber Allergiker nachvollziehen, dass es, dass man jetzt, wenn man wirklich allergisch reagiert und kaum Luft kriegt, dass man dann nicht unbedingt noch das Coronavirus haben möchte. Deswegen einfach mal gucken, schaut einfach mal, bei Facebook ist das Titus Miniature Painting Service. Und ja, macht wilde Sachen, sieht gut aus, packe ich euch auch unten in die Links. Und jo, das war's. Also mein Appell an alle Leute, die immer noch meinen, Corona ist ein Witz. Das sollte, also jetzt der Covid-19 im Besonderen, die sollten sich vielleicht dann irgendwie mal an die Wand stellen und einmal kräftig ihren Kopf davor schlagen und danach nochmal nachdenken. Und gut, allen anderen wünsche ich, bleibt gesund. Allen, die Cons veranstalten, die Präsentationen geplant haben, die viel Mühe da reingesteckt haben, wie zum Beispiel die Mail. Wir kommen auch zu anderen Daten dahin und dann brauchen wir wenigstens irgendwie nicht unsere eigenen Würfel mitbringen oder Abstand halten, was da für wilde Sachen am Anfang irgendwie geplant waren, was ich da gelesen hatte bei der Gefährdungsbeurteilung und so weiter und so fort. Aussitzen und danach in Ruhe zocken und dann ist gut. So, zu diesem Thema ist alles gesagt, denke ich mal, und ich bin auch definitiv nicht der Erste, der sich dazu geäußert hat. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr alle gesund bleibt. Genießt die Zeit, die ihr, wenn ihr jetzt zu Hause bleiben könnt. Sonst wünscht man sich ja immer, dass man mehr Zeit zu Hause hat, um mal Püppchen zu malen oder sonstiges. Ich denke mal, dass keiner, der im Tabletop-Hobby unterwegs ist, jetzt so wenig Püppchen hat, dass er keine 2 Wochen überbrücken kann. Ich würde eher sagen, dass die meisten sogar irgendwie 2 Jahre überbrücken könnten an Püppchen. Deswegen, alles Gute, bleibt gesund. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.